Hey Leute, wie geht's euch? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute das große Finale. Eigentlich hatten wir es letztes Mal schon im Titel stehen, aber heute das wirklich große Finale. Nämlich das Ende des Herr der Ringe, des Mittelerde Rewatches mit unserem Ranking. Wir haben es letztes Mal schon zu Harry Potter gemacht. Diesmal ranken wir natürlich auch wieder alle 6 Filme. Sind 6 Filme, die wir im Rewatch geschaut haben. Ja, mit dabei der Justice. Hallo. Hallo. Ich sollte mich vielleicht mal vors Mikrofon setzen, so. Das wäre nicht schlecht, ja. Ja, ich habe gerade rechts neben dem Mikrofon geschrieben. Ich war gerade ein bisschen einen Meter weiter rechts, aber ich glaube, man müsste mich gehört haben. Ich glaube, wir haben dich gehört. Also, Herr der Ringe Ranking. Ja. Wie schwer ist es dir gefallen? Ein, zwei Dinge waren schwer, aber sonst eigentlich ziemlich einfach. Also, der grobe Aufbau, welcher Film in welcher Region anzusiedeln ist, war für mich relativ klar. Bei mir gar nicht. Also, ich wollte es letzte Woche nicht spoilern. Ich hatte richtig, richtig Probleme beim Ranking. Okay. Aber, ja. Sag noch nicht bei welchen. Ja, ne, ich sag nix. Gehen wir direkt rein, oder? Mit Platz 6. Mhm. Ja. Ich gebe mal meinen zuerst. Ich denke mal, da haben wir eh den gleichen Film. Ich habe Hobbit 3, die Schlacht der 5 Heere. Keine Ahnung. Es ist so, das war so das Ding, was für mich ganz klar war. Es ist der einzige Film, wo ich wirklich sage, da habe ich richtig viele Kritikpunkte auch gehabt. Wenn man sich da mal auch die Rewatch-Folge anschaut. Der Film macht Spaß, ohne Frage. Aber der macht so viel, ja, ich will nicht falsch sagen, aber er macht halt einiges, was so ein bisschen schwierig ist, was ich vielleicht ein bisschen anders gemacht hätte, ändert sehr viel im Vergleich zum Buch und ist es für mich jetzt nicht so unbedingt gewesen. Ja, also für mich ist der auch auf dem 6. Platz, der Hobbit, die Schlacht der 5 Heere. Der Film macht, wie du gesagt hast, Spaß, aber er hat einfach Dinge getan, die unnötig waren. Also wir sprechen hier von Logiklücken, wir sprechen hier von Szenen, die rausgeschnitten wurden, was man dann auch merkt, wo einfach man gemerkt hat, da fehlen einige Frames. Wir sprechen hier von dem komplett erfundenen Plot zu Gandalf, Galadriel, den Ghostbusters und Sauron. Der Film hat für mich die meisten Probleme, aber ich muss sagen, die Action in dem Film macht wahrscheinlich am meisten Spaß im Vergleich zu anderen neueren Fantasy-Filmen. Weil man muss es so klar sagen, also der Film ist eigentlich größtenteils eine große Schlacht, auch wenn wir gesagt haben, hey, da gibt es einige Sachen, die wirklich gut sind. Es ist nun mal weiterhin ein Film, der für Eye Candy gemacht ist und dementsprechend macht er auch Spaß. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde sogar, wenn der Film heißt ja die Schlacht der 5 Heere, ja. Ist nicht mal schlimm, wenn es nur Schlacht ist. Die Schlacht der zwischen 4 und 7 Heere, haben wir ja gesagt. Stimmt, das allein der Name ist schon so ein bisschen schwierig. Und an dem Punkt, wo Galadriel dann kam und auf einmal die Macht benutzt hat, um gegen irgendwelche Leute zu kämpfen und Gandalf gegen Sauron, also war alles dann doch einer zu viel für mich. Ja. Aber ja. Gut, Platz 5. Jetzt darfst du anfangen. Platz 5, oh bitte lass mich nicht anfangen, mach du bitte zuerst, ich will das nicht, ich will das nicht. Ich mach meinen 5. und also das, Platz 6 war easy für mich, jetzt habe ich wirklich bei jedem Platz gekämpft und es tut mir im Herzen weh, den hier zu ranken, aber ich habe hier Hobbits Teil 1, es ist mir super schwer gefallen, weil ich mag den Film so, so gerne. Vor allem nach dem Rewatch habe ich richtig, richtig ein Herz für die Hobbit-Reihe gefunden. Aber ich muss den halt hier ranken. Die Konkurrenz ist so, so stark. Es sind alles auch, also stimmt, das muss man hier mal sagen. Das sind alles nur Filme, die mir wirklich 100% Spaß gemacht haben. Bei Harry Potter waren so 2, 3 Filme dabei, die ich nicht so cool fand. Aber hier wirklich alles Top-Level. Und vor allem Hobbit 1 fand ich so cool mit diesem ganzen Abenteuergeist, den wir drinnen hatten. Es ist, also der Hobbit 1 ist ja auch ein sehr großer Teil wirklich nur Reise. Dass die einfach so dieses klassische Fantasy-Abenteuer haben. Und das ist cool. Aber die Konkurrenz ist zu stark, was soll ich sagen? Ja, also es sind alles
die wir jetzt ranken, sind alles objektiv gute Filme wahrscheinlich. Es ist mir sehr schwer gefallen, das jetzt zu ranken, aber ich habe hier auch Der Hobbit, eine unerwartete Reise. Also ich finde den Film für Bilbo tatsächlich fast schon am besten. Alleine der Anfang, wie sie Bilbo abholen, wie wir die Zwerge das erste Mal sehen, wie wir die kennenlernen. Die Anfangsreise, wo wir einfach nur diese Reiseshots haben, die cool sind. Was ich ein bisschen zu lang fand, war der Teil mit den Trollen. Ja. Was mir dann aber wieder gefallen hat, war Gollum und die ganze Geschichte da rundherum. Das mit den Kobolden kann man sich drüber streiten, den Kampf mit den Orks am Ende kann man sich drüber streiten, aber der Film alles in allem ist gut. Der ist gut. 100%. Also, nee, ich sag's lieber jetzt noch nicht, ich sag's gleich nach dem nächsten Rank. Ja. Nee, also wollen wir den nächsten direkt machen? Ja, also ich glaube, wir haben wieder denselben. Also Hobbit Smaugs Einöde, oder? Nee, tatsächlich Nicht? nicht. Nicht? Nee. Okay. Dann, warte, Also, muss ich jetzt zuerst mal über ja. meinen sprechen, oder? Ja, mach erst mal kurz deinen Okay. und dann sage Ich habe ich. hier Hobbit Smaugs Einöde. Ich glaube, ich weiß auch schon, welchen du hast. Aber für mich ist es einfach ganz klar, die drei Herr der Ringe-Filme sind besser als die drei der Hobbit-Filme. Marvin würde mir widersprechen, Elias widerspricht mir jetzt auch zum Teil, aber klar. Der Hobbit, Smaugs Einöde ist cool, die ganze Geschichte mit den Elben, die ganze Geschichte mit der Wasserstadt, also Eskaroth, die Geschichte mit Smaug, die ganzen Szenen mit Smaug sind so gut. Aber wir haben auch hier wieder Dinge, wo ich sage, die gehören einfach nicht in diesen Film. Nummer 1, Tauriel. Nummer 2, in der Form Legolas. Und Nummer 3, muss man leider auch sagen, dass hier dann auch schon der Plot mit den Ghostbustern und Sauron beginnt. Ja, also der Film ist richtig gut, macht richtig Spaß, aber es ist für mich, kommt für mich nicht an Herr der Ringe ran. Ja, also ich sage erstmal direkt vorneweg, ganz allgemein gesprochen, die Herr-der-Ringe-Filme sind deutlich besser als die drei Hobbit-Filme. Aber ich habe es eben schon gesagt, ich habe richtig ein Herz gefunden, bekommen für diese Hobbit-Trilogie. Und Hobbit 2 war für mich so der Peak. Also du hast gerade angesprochen, obwohl, nee, ich habe Hobbit 2 ja erst gleich. Also meiner ist erstmal die Gefährten. Mein Platz 4 ist die Was? Gefährten. Wie? Ich habe gedacht, das wäre jetzt ganz klar. Nee, Hä? nee. Was? Warte mal kurz. Jetzt bin ich aber auf dein Ranking gespannt. Okay, ja. Wenn du die Gefährten jetzt. Okay, nee. Also, die Gefährten. Der Film ist super krass. Also, wie gesagt, alles Negative, was wir hier sagen, ist immer noch gut, weil die Filme einfach so gut sind. Aber die Gefährten ist für mich halt der, in Anführungszeichen. Ich will nicht langweilig sagen, aber es ist der langsamste Film der drei. Es ist der drei. Also, der von den drei Herr-der-Ringe-Filmen, den ich persönlich immer am uninteressantesten fand, der ist super gut. Also, das hört sich jetzt so falsch an. Der ist super, super, super toll. Aber der hat mich nicht so emotional gecatcht, wie es Hobbit 2 getan hat. Ich rede gleich über Hobbit 2, weil das halt mein nächster Pick ist. Ja. Also, der Herr der Ringe, die Gefährten ist so, 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 so gut, aber hat mich nicht so sehr auf einem emotionalen Level gecatcht, dass ich den über Hobbit 2 setzen kann, weil Hobbit 2 das halt geschafft hat. Okay. Aber der Film ist gut. Also, man versteht mich hier falsch. Der Film ist super gut. Der ist sehr, sehr gut. Okay. Ja, dann musst du jetzt auch deine drei hinterher machen. Stimmt, dann mache ich meinen hinterher. Dann kann ich es ja auch jetzt noch sagen. Also, Hobbit 2 ist dann mein dritter Platz. Ja. Und also, ich liebe diesen Film so sehr. Ich liebe die Hobbit-Trilogie jetzt wirklich nach dem Rewatch unglaublich und musste halt einen Film jetzt wirklich klar über die Gefährten setzen. Das war von Anfang an mein Plan, dass ich hier einen Film irgendwie über die Gefährten setze. Ich habe so ein bisschen zwischen 1 und 2 geschwankt. Bei 1 war dann diese ganze Ork-Sache und so ein bisschen auch die Kobolde das Problem. Wäre nur Gollum und die ganze Reise gewesen, hätte ich das genommen. Aber die Orks haben es dann verdorben. Aber bei Hobbit 2, ey, wir haben die ganze Sache mit Smaug, die halt so krass. Jede Szene mit Smaug ist. Du kommst gar nicht vom Bildschirm los. Es fesselt dich so krass, weil es so spannend ist. Bilbo ist für mich. Ich habe gesagt, aus der Herr der Ringe-Trilogie ist Theoden mein Lieblingscharakter. Bilbo ist overall mit Abstand mein Lieblingscharakter. Der Typ ist Ja. so sympathisch, so cool. Man kann sich so gut mit dem identifizieren. Also für mich macht Vor Hobbit allem 2 wirklich sehr, sehr viel ganz richtig. kurz,
Der Schauspieler, den sie dafür gefunden haben, Alter, ich habe so Ja. selten einen so perfekten Cast gesehen. Ohne Spaß, 100%. Und du hast von Tauriel eben gesprochen. Ich muss sagen, Tauriel hat mich jetzt nicht so gestört. Legolas ist komplett over the top, aber in Hobbit 2 noch nicht so sehr. Deswegen, da ist es noch cool. Die ganze Sache mit Gandalf finde ich in Hobbit 2 sogar noch spannend. Ich finde es so richtig schlecht, wird es dann erst in Hobbit 3, aber da finde ich es noch spannend. Und halt die Reise in Hobbit 2 ist so cool. Der Düsterwald, wie die in den Fässern aus dem Elbenschloss da rauskommen. Es ist so, so cool alles. Und ja, aber die Gefährten ist super, aber Hobbit 2 und diese ganze unerwartete Reise, die muss ich hier ein bisschen Liebe geben, deswegen auf Platz 3. Okay. Ja, Ja, bei mir was auf ist dein Platz Platz 3? 3. Also jetzt, nachdem ich dein Ranking gehört habe, weiß ich nicht, ob du mich dafür steinigen möchtest. Aber ich habe auf Platz 3 Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, dass ich finde, dass Okay. mehrere Dinge in diesem Film sind, die dem Film nicht wirklich gut tun. Und das ist Nummer 1 die OP-Geisterarmee. Und Nummer 2, dass du einfach sehr, sehr viele Aspekte an dem Film hast, die du nicht verstehst, wenn du die Bücher nicht gelesen hast oder die du erst viel später verstehst. Woher kommen die Korsaren? Von der Geisterarmee habe ich ja schon gesprochen. So, was ist das Ganze? Das wird jetzt von Legolas dann erklärt, aber es macht die Schlacht am Ende dann auch, finde ich, so ein bisschen kaputt, die absolut geil ist bis zu diesem Zeitpunkt. Ja, so viele Dinge einfach, wo wir uns denken, hey Mann, das kommt jetzt irgendwie aus dem Nichts. Man muss aber sagen, ey, dieser Film ist so, 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 so gut. Du hast einfach Theoden, der nochmal die heftigsten Badass-Auftritte hat, von allen Charakteren wahrscheinlich. Du hast Aragorn, der seinen Charakter beendet. Du hast den gegossen aus Ehre, den größten Ehrenmann der Kinowelt wahrscheinlich, Sam. Du hast Frodo, wo viele sagen, der ist kacke, aber wo ich finde, der macht seine Sache auch ziemlich gut. Du hast, finde ich, den besten Gollum in dem Film. Und du hast vor allem Merry, Pippin, Gandalf, Legolas, wo wir alle gesagt haben, die haben nicht so viel Charakter, aber sie machen einfach Spaß. Ja, also ja, ich verstehe den Ding, ich verstehe den Punkt. Und die Ich Orks, auch, Mann, die Mann, Orks ich, sehen ja. gut aus. Die Orks sehen super aus. Die Orks sehen wirklich super aus. Harvey Dent Weinstein. Okay. Ey, aber ich bin überrascht. Ich habe gedacht, wir hätten beide die Gefährten als schlechtesten der drei. Nee. Aber scheinbar nicht. Nee, aber es tut mir auch so weh, ne? Moria, You Shall Not Pass, die ganzen Sachen sind da drin. Es tut mir im Herzen weh, dass ich die Gefährten so schlecht gerankt habe. Ja. Aber was soll ich machen? Ja, Ja. ich glaub, du wirst ein bisschen vom Glauben abfallen, beim nächsten Ranking, aber ja. Okay. Warte mal, meinst du jetzt bei deinem nächsten Punkt oder beim nächsten Ranking, was wir Nee, bei machen? meinem nächsten Punkt, also. Okay. Ja, bin ich Keine jetzt Ahnung, gespannt. vielleicht verunsichere ich dich auch nur, weiß ich nicht. Ich bin gespannt. Ja, nee, dann mache ich mit meinem Platz 2 jetzt weiter, oder? Ja. Oder soll ich den Platz 2 Ja, machen, du weil du hast. hast ja jetzt so oft als Erste schon, oder? Ach so, stimmt. Ja, mach Dann den, mach mache ich den. Platz 2 und es ist, ja gut, Herr der Ringe, die Gefährten. Also, da der Okay. musste da jetzt rein, aus einem ganz einfachen Grund. Ist er auf der 2? Ich finde jeden einzelnen der Gefährten genial. Vor allem finde ich Boromir verdammt underrated. Es sind so viele legendäre Szenen drin. Du hast sie schon angesprochen. Moria, das Grab von Balin, der Balrog, You Shall Not Pass. Wovon ich kein Fan bin, ist Galadriel. Das ärgert mich so ein bisschen, dass sie so blöd umgesetzt wurde in einigen Filmen oder in den meisten Filmen. Die bestbezahlteste Schauspielerin der Trilogie übrigens. Und ja, es ist einfach genial, diese Herr der Ringe-Welt zu sehen. Also das Auenland, Bree, wie viel Zeit sich der Film am Anfang nimmt, wie viel Zeit er sich in Bruchtal nimmt, wie schön du nochmal siehst, hey, jetzt sind sie, oder wie schön du Isengard nochmal dort angeteasert bekommst, was in Teil 2 dann passiert. Und dann das Tor zu Gondor, wo sich die Crew dann oder die Gefährten letztendlich trennen. Und ich finde, es war so wichtig für den zweiten Film, dass sie sich trennen. Aber bis dahin funktionieren die einfach super zusammen. Und dann hast du am Ende nochmal Frodo und Sam und du siehst Mordor schon und du denkst, ey, eigentlich sind die ja schon fast vorm Ziel. Aber jetzt beginnt es erst so richtig. Das ist einfach nur krass an diesem Film.
Ich will mein Ranking ändern. Ich habe das Auenland vergessen, Mann. Ja. Ach du Scheiße, ich habe mir, oh Gott. Okay, dann sage ich vielleicht ein paar schlechte Dinge, vielleicht änderst du es wieder. Ja, sag mal. Galadriel hat mir nicht so gut gefallen, das habe ich ja schon gesagt. Und dann, ja, keine Ahnung. Ja. Ey, Mann, ich habe mir bei jedem Rewatch, den wir gemacht haben, das Fazit nochmal angeschaut. Mhm. Und also, um nochmal so ein bisschen das Ganze in Erinnerung zu rufen. Aber irgendwie habe ich das Auenland vergessen. Ich habe sogar noch gesagt, dass das Auenland meine Lieblingsszene der ganzen Trilogie ist. Ja. Ja, stark. Nee, okay, nee, ich bleib dabei, aber die Gefährten, ach Mann. Viel Spaß beim Editen. Ja, scheiße. Wobei es könnte sein, dass ja, ich den editen muss. Ja, das kann sein. Ja, ne? Verdammt. Hm. Ja. Ach nee, ich bleib bei meinem Die Gefährten. Ich bleib bei Die Gefährten Platz 4. Muss ich so denken. Ja, die Platz 2 bei mir. ja, Platz 2 bei mir. Du hast vorher schon drüber gesprochen. Ist eigentlich relativ klar. Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Der Film ist super. Also, du hast eben die Theoden-Szene schon angesprochen, ist nach dem Auenland meine Lieblingsszene der Trilogie. Theoden ist einfach krass. Die Schlacht ist krass. Und vor allem, wir haben ja sogar zwei Schlachten drin, theoretisch. Mit der Schlacht vor Mordor und der ja, großen finalen Schlacht vor Minas Tirith. Beides super coole Schlachten. Wir haben Aragorn mit drin, den hast du vorher schon angesprochen, der natürlich sein großes Ende bekommt. Wir haben die Szene, wo endlich sich alle vor den Hobbits verneigen, was einfach belohnend bis zum geht nicht mehr ist. Wir haben die Szene drin, wo der scheiß Ring endlich in diesen Kack-Vulkan reinfällt, worauf wir seit 3 Filmen warten. Es ist ein super Film, es ist ein super, super belohnendes Ende. Ja, ich habe auch so ein paar Probleme, das habe ich ja auch angesprochen im Rewatch, aber keine Ahnung, ich muss sagen, so overall, wenn ich den Film mir jetzt so in Erinnerung rufe, fühlt er sich für mich zu belohnend und zu schön an, als dass ich ihn weiter unten ranken könnte. Aber es kann sein, dass es halt echt daran liegt, weil es der Abschluss ist. Sonst hätte ich vielleicht die Gefährten drüber gerankt, ich weiß es nicht. Ja, nee, also auch ich überlege die ganze Zeit so hin und her. Hobbit ist bei mir fest. Ich bin wirklich so an Die Gefährten und Rückkehr des Königs. War die ganze Zeit so hoch und runter. Das war das, was mir so schwer gefallen ist. Du wolltest unbedingt einen Hobbit-Film über einem Herr-der-Ringe-Film ranken, kann das sein? Genau, das war der Plan. Weil ich wollte Hobbit diese Ehre geben, dass er über einem Herr-der-Ringe-Film ist. Ja. Aber verkackt. Gut. Verkackt. Erster Platz. Dann, haben wir den gleichen? Ja, der erste Platz. Ja, natürlich haben wir den gleichen. Ja, was ist es denn? Sag mal. Ich habe jetzt darauf gewartet, dass du das sagst. Ich überlasse es dir. Nee. Nö, jetzt weigere ich mich. Ich habe keine Lust mehr. Scheiß drauf, lass die Video beenden, ist egal. Nee, okay, ich sag's, passt. Komm. Herr der Ringe, die zwei Türme. Das ist unser Platz 1. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, wir werden da sehr, sehr ähnliche Punkte haben. Bei mir der zentrale Punkt ist die Schlacht bei Helm's Klamm. Also was soll man sagen? Es ist für mich die mit Abstand beste Herr-der-Ringe-Schlacht. Wahrscheinlich auch mit so die beste Schlacht, die man jemals onscreen gesehen hat. Ja, die wird also auch jetzt so ganz kurz nur nochmal den... Wenn ja, die Elben genau durchs Tor marschieren und wenn die Uruk-hai vor der Festung stehen, Alter. Genau das ist es. Und das finde ich halt so cool. Weil kurz, ich muss dich nochmal unterbrechen. Dieses Feeling vor der Schlacht, dieses Aussichtslose. Genau das. Es wird so viel besser aufgebaut als die Schlacht in Teil 3, finde ich. Also es wirkt so aussichtslos. Der Film nimmt sich so lange Zeit. Das sind ja 1,5 Stunden oder so, die der Film sich Zeit nimmt, nur dieses Aussichtslose aufzubauen. Und wir sehen diese 10.000 Uruk-hai und die ganzen Sachen. Nur, dass wir dann am Ende diesen kranken Auftritt von Gandalf bekommen. Das ist super. Also ich habe jetzt schon meine 2 Lieblingsszenen gesagt. Die dritte ist wahrscheinlich die mit Gandalf. Also es ist cool. Ja. Es ist gut. Also es ist ich weiß nicht, ob Gandalfs Rückkehr nicht für den Filmkontext, da haben viele gesagt, es ist zu schnell, wir hätten einen Film ohne Gandalf gebraucht. Nein. Nee, gar nicht. Also hätte ich auch nicht gebraucht.
Aber ja, gut, es ist halt echt sehr schnell, weil es ist ja fast am Anfang des Films so. Ja, gut. Aber nö. Und stimmt, die Hälfte von die Gefährten war ja auch ohne Gandalf. Ja, also Also in vollkommen Summe ist es egal, ein Film. vollkommen egal. Ja. Nee, Ja. also ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Die zwei Türme Ja, ist nee, einfach also ein super starker Film. über den Anfang muss man ja dann wahrscheinlich auch nochmal sprechen. Also klar, wir haben Frodo und Sam, die auf Gollum treffen, was absolut genial ist. Wir haben Gollum vor allem in diesem Film ist ja die Geschichte mit Gollum, geh weg und komm nie wieder. Oder verschwinde und komm nie wieder. Wo Gollum dann kurzzeitig zu Sméagol wird. Wir haben den großen Sumpf, wir haben das schwarze Tor, wir haben den Weg zur Treppe. Auf dem Weg sehen wir dann nochmal die Haradrim mit ihren Kriegselefanten. Wir sehen Faramir das erste Mal, auch wenn du, glaube ich, das nicht so sehr gefeiert hast. Was haben wir noch in diesem ganzen Film? Wir haben die Geschichte mit dem vergifteten König Theoden. Wir haben den Weg nach Helms Klamm, wo sie auch nochmal von den Wagen angegriffen werden. Wir haben so viel in diesem Film. Safe. Die Also auch Ents, den ganz kurz Angriff der nochmal Ents, den zu. letzten Marsch der Ents. Die Ents haben wir dabei. Und auch ganz kurz nochmal zu Gollum. Du hattest vorher gemeint, für dich war der dritte der beste Gollum-Film. Ich fand der zweite war, also für mich persönlich nochmal deutlich, deutlich Der zweite ist der interessanter. beste Weil. Sméagol-Film. Okay, gut, wenn wir es so unterscheiden, okay. Weil ich fand gerade das so interessant. Beim zweiten hast du ja wirklich noch richtig, richtig Konflikt drin. Beim dritten hast du zwar auch so eine Szene, aber nicht mehr so ganz extrem. Deswegen, gut, wenn wir es jetzt, nennen wir es mal Gollum/Sméagol, ist für mich zwei sogar noch mal interessanter. Und Theoden. Theodens Comeback, du hast eben schon gesagt, wenn der da wieder erweckt wird und erstmal sein ganzes Königreich wieder unter Kontrolle hat und es ist cool. Ich mag Theoden. Ja. 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 Ja, das ist unser Ranking. Ja, das ist unser Ranking. Du hast ein bisschen verkackt, aber es ist okay, dafür bin ich da. Ich weiß nicht, ob ich verkackt. Du hast aber auch verkackt. Obwohl, Warum habe nee, ich doch, verkackt? ach. Ich weiß, okay, du hast jetzt einfach, wo hast du Teil 3? Auf Platz 3, ne? Ja. Aber du hast jetzt Hobbit gar nicht die Ehre gegeben. Hä, nein, warum? Die Also, wer hat jetzt hier Herr-der-Ringe-Filme verkackt? sind eindeutig besser. Da können du und Marvin Boah, mir aber. sagen, was ihr wollt. Nee, also ich bin mit meinem Hobbit-Rank, bin ich 100% zufrieden. Ich weiß nur nicht, ob es das Richtige war, die Gefährten auf Platz 4 zu packen. Vielleicht wäre es eher Platz 2 gewesen. Nee, aber dann, och, ich weiß es nicht. Hobbit 2 hat mich kaputt gemacht, ich weiß es nicht. Okay, vielleicht habe ich ein bisschen verkackt. Kann Du sein. bist wie dieser Typ, der seinen ersten Crush hat und der nicht loslassen kann. Nein, aber ich kann. Hobbit 2 war so gut. Also, alleine dieses Ende, wie heißt der? Wie heißt Smaug. der? Smaug. Wo Smaug am Schau, du Ende kennst nicht auf mal mehr die. seinen Auf Namen. Ja, okay, ist doch schlechter Film. Nee, aber wo Smaug da losfliegt und Bilbo noch sagt: Oh nein, was haben wir getan? Und dann bekommen wir noch Ed Sheeran am Ende, Mann. Ey, wir haben Ed Sheeran in diesem Film. Nee, Hobbit 2 war ein guter Alter, Ed Rank. Sheeran, ich weiß nicht, ob das so ein großer Pluspunkt für den Film jetzt ist. Hater. Nee, ich bin kein Ed Sheeran-Hater, aber was hat Ed Sheeran mit dem Film zu tun? Ja, Endcredit-Song muss man ja auch erstmal von Ed Sheeran bekommen. Also ich kenne da keinen Herr Ja, der okay, Ringe-Film, der Ed Sheeran dementsprechend mit soll drin hat. Kung Fu Panda laut Internet der beste Film aller Zeiten sein, weil der hat den besten Endcredit-Sound am Ende anscheinend. Oder Song. Welchen meinst du jetzt, den vom Ja, Neuen ja. oder den allerersten? Nein. Echt? Nee, also ich fand Kung Fu Fighting damals besser. Ja, na, ich fand's auch besser, aber das Internet feiert gerade den vierten am meisten für seinen. Ja, die sind kacke. Nur weil Jack Black das gesungen hat. Die Ja. mögen alles, was Jack Black macht. Nur weil er schwarz ist. Ja, nee, aber das war ein guter Teaser. Können wir ja auch wieder anteasern. Nächster Rewatch Kung Fu Panda. Ja. Teil 1, 2, Boah, ich bin ein 3 Anteaser-Genie und und ich merk's noch ja, nicht noch was. mal. Ja, das war eine gute Überleitung. Ja. Aber ja, Kung Fu Panda als nächstes. Ich habe übertrieben Bock. Ich freue mich drauf. Nächsten Sonntag direkt. Ja, wollen wir noch was zum Ranking sagen? Oder Ich weiß nicht, bist du wirklich nicht? zufrieden mit deinem Ranking? Naja, es geht. Also, ich bin nicht 100% zufrieden, aber ich weiß noch nicht, wie ich es ändern soll. Ich habe lange drüber gesessen und überlegt, aber ich weiß es nicht. Ich sehe keinen Ausweg. Außer Hobbit nach unten zu packen, aber das ist unmöglich. Hä? Nein, super easy. Das geht nicht.
Nee, also wenn man so herzlos ist wie du, ja. Ja, aber keine sowas Ahnung, mache ich ich bin ein nicht. herzloses Stück. Kacke. Ja. Nee, hast du gesagt. ja, nee, schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. Ich bin gespannt, wie ihr Herr der Ringe rankt. Ich glaube, bei Herr der Ringe ist es deutlich uninteressanter, Rankings zu sehen, als bei Harry Potter damals. Weil ich glaube, die meisten haben diese klare Hobbit-Herr der Ringe-Einteilung. Und ich glaube, die meisten haben auch Teil 2 auf Platz 1, denke ich mal. Wahrscheinlich, ja. Hoffe ich mal. Also ich könnte mir vorstellen, was viele wirklich oben haben, ist die Rückkehr des Königs. Wo wir ja ein bisschen anders drüber gesprochen haben. Ja. Ist die Rückkehr des Königs nicht sogar der bestbewertete? Ich glaube ja, glaub ich glaube ja. Könnte ich mir schon ich glaub vorstellen. Ich glaube auch. Aber ich Ja, finde, es ist der schwächste ja. Herr der Ringe-Film und ja, also es geht hier wirklich um ganz kleine Dinge. Also es geht um ganz kleine Dinge, wie dass die Geisterarmee zu OP ist. Es geht um ganz kleine Dinge, wie dass wir die Korsaren nicht verstehen. Also wenn das die einzigen Probleme des Films sind, Leute, dann wisst ihr schon, über was für eine Qualität wir hier sprechen. Ja, und wir sind jetzt irgendwie schlauer als IMDb, hoffen wir zumindest. Ja, irgendwie. Genau. ja, schreibt euer Ranking in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, was ihr über unser Ranking denkt. Beleidigt mich nicht für meinen Hobbit-Take. Doch, bitte Hate-Kommentare an Elias. und ja, nee, keine Ahnung. Ihr braucht keine Vorschläge. Doch, schreibt gerne mal Vorschläge rein, was ihr gerne für Rewatches sehen wollt. Es wird zwar nicht der nächste, aber vielleicht irgendwann mal. Haut das gerne rein. Ganz kurz, ich mache Gut. garantiert ja. keinen Twilight Rewatch. Das könnt ihr euch schon mal sowas von abschminken. Ich auch nicht. Bei mir wäre es nicht mal ein Rewatch. Also, nee. Bei mir wäre es auch nicht mal ein Rewatch. Also ich habe Eve von Movie Pilot gerne beim Leiden zugesehen, aber ich schaue mir die Filme selbst nicht ich an. Ich auch, ja. Ich habe es mir auch angeguckt, aber nee. Ich habe in den ersten reingesehen und hab den nicht weitergesehen. Der war mir zu blöd. Ich habe auch ein bisschen von Twilight gesehen, aber zum Glück keinen ganzen Film. Ja. Zum Glück. Ja, gut. Dann droppt ja auch auf jeden Fall noch ein Like und ein Abo, um den nächsten Rewatch nicht zu verpassen. Und es geht ja auch, stimmt, das fällt mir jetzt hier gerade ein. Das können wir jetzt, das müssen wir hier jetzt auch noch mit reinbringen. Es geht ja auch bald mit Rings of Power weiter. Und einige wollten ja, dass wir mal über Rings of Power Staffel 1 sprechen, oh. weil ich da ja ein Fan bin. Wir werden da keinen Rewatch machen, sehr wahrscheinlich nicht. Yeah. Aber vielleicht, bevor Staffel 2 rauskommt, sprechen wir mal über Staffel 1. Und das entscheide ich jetzt so für uns. Wir werden, oder werden wir doch, weekly Besprechungen machen, oder? Oder ja. zumindest so alle 2, 3 Wochen ja. zu Rings of ja. Power. Ja. ja. Das werden wir auf jeden Fall machen. Ja, also freut euch darauf vielleicht noch. Genau. Ich muss die erste Staffel Dann aber sind wir wieder jetzt wirklich sehen. Durch, also ich habe die nur so. Also damals bin ich nicht mal zu Hause gewesen. Und hab das dann woanders gesehen und hab die letzten 3, 4 Folgen nicht mal so 100% aktiv mitgesehen, weil die Stark. Serie mich so gelangweilt hat. Aber kann sein, dass es besser wird, wenn ich es nochmal sehe. Ich habe Angst, nochmal zu gucken. Ich fand es so gut beim ersten Mal. Ich glaube, jetzt würde ich es voll schlecht finden. Ja. Aber ja. Ja, muss ich vielleicht machen. Hey, du hast es jetzt eingebracht. Das ist deine Schuld. Ja, mein Fehler. Aber ey, so kriegen wir jetzt Kommentare. Schreibt in die Kommentare, was ihr von Rings of Power haltet. Jeder Herr der Ringe-Fan wird sich jetzt aufregen und irgendwas Böses über Rings of Power schreiben. Zu Recht. Das ist eine Marketingstrategie. Zu Recht. ja, gut. jetzt zum 20. Mal das Outro. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.